Liebe Zuschauer, üppige Umsatz- und Gewinnsteigerungen bei Starbucks im zweiten Quartal. Aber irgendwie hatte der Markt samt der Analystenschar wohl noch mehr erwartet. Was heißt das für die inzwischen ordentlich gelaufene Starbucks-Aktie? Das und mehr klären wir an Zertifikate aktuell mit Heiko Geiger von Vontobel. Schönen guten Tag, Herr Geiger. Hallo, Frau Erhardt. Ja, eigentlich läuft es sehr gut bei Starbucks. Umsatz- und Gewinnsteigerungen wie so oft. Aber im Heimatmarkt schwächelt jetzt ein bisschen, Europa auch. Was muss Starbucks machen, damit die Anleger, die eigentlich zufrieden sein können, noch zufriedener sind? Ja, die Zahlen waren doch eindrucksvoll, wie Sie schon angesprochen haben. Plus 4% Umsatzwachstum. Allerdings im Vorquartal hatten wir 6% und auch im Vergleich zum Vorjahr, da hatten wir eine Steigerung von 7%. Also wir merken schon von der Tendenz her, geht so ein bisschen das Momentum raus. Auch die beiden Problemkinder, USA, der Heimatmarkt, Europa, hier vornehmlich das Vereinigte Königreich und Deutschland, wo man doch eher ja, mit rückläufigem Umsatz zu kämpfen hat. Wo ist Licht am Ende des Tunnels? Im Moment ist es vornehmlich China, da verspricht sich Starbucks, die Starbucks-Kaffeehauskultur breit einzusetzen und hofft natürlich auch durch das Wirtschaftswachstum, durch die Etablierung einer doch wohlhabenderen Mittelschicht eben auch ja, auf große Resonanz stoßen zu können. Also weiter eine Wachstumsstrategie. Nächstes Jahr geht es ins Mutterland des Kaffees, nach Italien. Dieses Jahr noch überhaupt weltweit 1800 neue Cafés. Aber naja, Kaffee kochen können ja inzwischen viele. Was ist denn jetzt so der USP oder das Alleinstellungsmerkmal? Das Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, ist sicherlich die Kaffeehauskultur oder die spezielle Starbucks-Kultur, die man mit dem Kaffee, auch mit den Kaffeehäusern vermittelt. Kleines Beispiel, wenn wir nach China schauen, hat Howard Schultz jetzt vor kurzem auch bekannt gegeben, möchte er eine Art Rösterei entwickeln, um vergleichbar den Disneylands, diese Kaffeehauskultur, diese Starbucks-Kultur, in das Reich der Mitte zu tragen. Also hier distanziert man sich ganz klar über die Kultur, über das Erlebnis des Kaffeetrinkens, aber auch das im Starbucks sitzen, Gemütlichkeit, sich mit Freunden treffen, den Asiaten zu vermitteln. Und ähnlich wie Disneyland in China auch, versucht man eben hier über eine entsprechende Infrastruktur, auch über das Erlebnis, sich hier einen Mehrwert oder eben auch einen sogenannten ja, Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Auf Jahressicht ist der Markt ja ein bisschen skeptisch. Ne? Minus 4% die Aktie in einem Jahr, während der Gesamtmarkt eigentlich Rekordhoch nach Rekordhoch knackt. Schauen wir mal längerfristig, da ist die Aktie in großen Teilen sehr gut gelaufen. Was sagen denn Analysten jetzt, wo das Ende der Fahnenstange ist, beziehungsweise wie schätzen die überhaupt die Aktie nach einer relativ guten Performance über 5 Jahre ein? Ja, was wir im 5-Jahres-Chart klar sehen, ist ein sehr deutlicher Aufwärtstrend seit Mitte 2012. Wir sehen aber auch, dass wir seit Anfang 2016 hier oben doch ja, in einer Art ja, Seitwärtsbewegung laufen, die man sicherlich so im Bereich von 52 bis 62 US-Dollar verorten kann. Und kurzfristig ist sicherlich, sag ich mal so, das Jahrestief, was wir hier sehen können, in 2060 hier in der Gegend doch eine valide Unterstützung. Von Analystenseite her sind wir eigentlich im Moment noch relativ bullisch gestimmt. Wir haben 25 Analysten, die Aktie auf Kaufen setzen, 6 auf Handeln, überhaupt keinen, der sie auf Verkaufen setzen. Kursziel von $66,50 ist beim aktuellen Niveau von ca. 55 US-Dollar für Starbucks-Verhältnisse durchaus auch noch ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Allerdings muss man auch sehen, wir haben derzeit ein KGV von 32, was natürlich bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt doch von einigen Analysten bereits als teuer bewertet wird. Jetzt haben Sie noch ein paar Anlageprodukte mitgebracht und da habe ich mich bei dem ersten vor allem gefragt, naja, ein Faktorzertifikat, das müsste ja vor allem, wenn es ein Long-Zertifikat ist, für eine relativ ordentliche Aufwärtsbewegung sprechen. Die haben wir ja momentan gar nicht. Ja, das ist ja eben die Frage. Wenn China zündet
Und wenn Anleger der Meinung sind, wir haben allgemein momentan ein sehr gutes Aktienumfeld, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, wenn auch nur in einem Nebensatz, dass die Märkte ja stetig neue Hochs knacken. Also wenn auch eine Starbucks sich davon anstecken lässt, wenn die China-Strategie zündet und Anleger der Meinung sind, dass hier durchaus noch Potenzial nach oben ist, dann kann man eben diesen kurzfristigen Trend, beispielsweise mit einem Faktor Long-Zertifikat und einem Hebel von 4, versuchen, sich im Markt zu positionieren. Wohlgemerkt muss man aber auch sagen, wir haben die Barriere vorhin im Chart oder wir haben die Unterstützungslinie im Chart kurz eingezeichnet, die im Bereich von 52 US-Dollar liegt, sollte die eben signifikant unterschritten werden, dann sollten natürlich Anleger aus so einer Position sofort aussteigen. Also das ist sicherlich kein Produkt für Anleger, die eher mittel- bis langfristig sich in Starbucks positionieren wollen. Da gibt es andere Alternativen. Okay, Sie können Gedanken lesen, das hätte ich Ihnen als nächstes gefragt. Faktor 4 ist eher so ein bisschen so moderateres Risiko, sagen wir mal so, oder? Ja, schon ein ordentliches Risiko, vor allem wenn man bedenkt, es ist ein Faktorzertifikat. Das heißt, hier wird die tägliche Performance mit einem Hebel von 4 abgebildet und daher ist es sicherlich kein Produkt für Anleger mit schwachen Nerven. Okay, dann haben wir ein Produkt, was eher einem Anleger mit schwachen Nerven entgegenkommt, nämlich ein Bonus-Cap-Zertifikat. Das ist so ein klassisches Produkt für eher verhaltenere Marktlagen, oder? Ja, verhaltene Marktlagen würde ich jetzt nicht sagen, weil immerhin bewegen wir uns hier im Aktienmarkt. Wenn ich wirklich schwache Nerven habe, lasse ich die Finger von Aktien. Also man sollte schon eine gewisse Aktienaffinität mitbringen, eine Bereitschaft, ein Aktienmarktrisiko einzugehen. Allerdings haben wir eben hier ein ganz anders geartetes Produkt. Wir haben ein Bonus-Cap-Zertifikat, das, wie der Name schon sagt, über zwei wesentliche Eigenschaften verfügt. Einmal haben wir hier eine Barriere, die bei 46 US-Dollar angelegt ist. Und wir haben einen Bonus-Level, der gleichzeitig der Cap-Level, also die Maximalrendite, die ich erreichen kann, die hier bei 64 US-Dollar liegt. In Prozent ausgedrückt wäre das eine Bonusrendite auf Sicht, sag ich mal, von einem knappen Jahr, also Dreivierteljahr bis Juni läuft dieses Produkt. Hätten wir die Möglichkeit, eine Bonusrendite von knapp 11% zu erzielen und gleichzeitig hat der Anleger einen Abstand zur Barriere von 17%. Also ein ganz anderes Chance-Risikoprofil, als wenn er die Aktie direkt kaufen würde und dadurch eben in Anführungszeichen nur die lineare Partizipation hätte. Das Zertifikat ist in den letzten Wochen gerade so ein bisschen günstiger geworden. Ist dann so das Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen zu beurteilen? Na gut, natürlich mit dem Rückgang der Aktie ist natürlich auch das Bonus-Cap-Zertifikat günstiger geworden, denn letzten Endes die Hauptantriebskraft für dieses Produkt ist natürlich in erster Linie der Basiswert. Des Weiteren muss man die Volatilität mit berücksichtigen. Aber wenn natürlich die Aktienmärkte entsprechend zurückkommen oder in dem speziellen Fall die Starbucks-Aktie zurückkommt, dann hat es natürlich auch eine unmittelbare Auswirkung auf den Preis des Bonus-Cap-Zertifikates. Herr Geiger, vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, Starbucks liefert Umsatz- und Gewinnsteigerung am laufenden Band. Dem Markt war das in letzter Zeit nicht genug, deswegen die Aktie eher seitwärts. Aber es ist eine der wenigen Aktien, wo das Phänomen auftritt, dass die Analysten die Aktie mehrheitlich zum Kauf empfehlen und kein einziger sie aktuell auf Verkaufen hat. Die Wachstumsstrategie soll weitergehen, vor allem in Asien. Und da sagen die Analysten, schlummert auch dann weiteres Kurspotenzial. Wenn es soweit ist, sehen Sie es natürlich auch bei der Aktionär TV und den Zertifikate aktuell.